Heute ist Aufbautag auf der Messe in Nürnberg. Wir müssen uns wirklich ranhalten. Lange Tage, kurze Nächte. Auf geht's. Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Reelektronik GmbH. Mein Name ist Frank. Mein Name ist Daniel. Die Messen gehen wieder los und Sie können nicht mit dabei sein. Das ist wirklich schade, macht aber nichts, weil wir liefern Ihnen die Informationen direkt nach Hause. Wir haben Ende September und die Corona-Zahlen machen dem einen oder anderen noch Kopfschmerzen, weshalb die Bereitschaft für Dienstreisen eher überschaubar ist. Wir als Reha sagen jedoch, ein Messebesuch ist ein Muss. Selbstverständlich unter Einhaltung der aktuellen Corona-Bestimmungen. Und ganz ehrlich, wir haben richtig Lust auf Messe. Daniel, lass uns mal reingehen und schauen, was es Neues gibt. Ach, schau mal, Daniel, das ist auch ein bekanntes Gesicht. Lass uns mal Hallo sagen. Hallo Sandra, grüß dich. Hallo Sandra, schön dich mal wieder live hier in Nürnberg und vor allem in voller Pracht zu sehen. Schön, dass ihr da seid, dass wir uns treffen. Sandra, wie laufen denn die Vorbereitungen? Bist du zufrieden? Ich bin sehr zufrieden, wenn man momentan durch die Hallen durchläuft. Es ist wirklich spannend, was da alles passiert. Aber es wird natürlich bis zur letzten Minute noch gewerkelt. Wir als Reha freuen uns auch total, wieder an der Fachpack teilnehmen zu können. Zwischenzeitlich habt ihr auch das Thema Digitalisierung vorangetrieben. Sag uns kurz, was habt ihr da auf die Beine gestellt? Wir haben ganz neu unsere digitale Ergänzung MyFachpack ins Leben gerufen. Das ist letztendlich eine Kontaktbörse, wo man sich treffen kann, sich kennenlernen kann und sich verabreden kann für live auf dem Messestand. Okay, und Vorträge werden dieses Jahr auch live gestreamt, richtig? Genau, das ist was ganz Neues auch. Wir hatten ja sonst die Pack und die Techbox, jetzt ist neu die Innovation Box dabei, das ist unser Ausstellerforum. Live vor Ort, digital gestreamt und im Nachgang als Aufnahme kann man sich alle Vorträge anschauen. Und dieses Jahr sogar auch ein Vortrag von dem Frank. Genau, da freue ich mich besonders drauf. Sandra, vielen Dank für deine Zeit. Wir wollen weiter, wollen dich nicht länger aufhalten. Eine erfolgreiche Messe wünschen wir. Wünsche ich uns allen. Bis bald. Ciao. Ciao. Stand auf der Fachpack in Nürnberg. Die Fachpack ist eine der führenden nationalen wie internationalen Fachmessen in der Verpackungsbranche und eben auch allen angrenzenden Branchen, wie eben auch die Kennzeichnung. In der Tat ist es so, dass dieses Industriesegment für uns hochinteressant ist und somit ist die Teilnahme obligatorisch. Tatsächlich aber, und das muss man ganz kritisch betrachten, ist die Anreise für unsere Kunden und Interessenten nicht für jeden möglich. Weshalb Frank und ich mich dazu entschlossen haben, euch mal auf unseren persönlichen Messerundgang mitzunehmen. Wir wollen euch zeigen, was wir mitgebracht haben und natürlich auch über Highlights sprechen. Und wer weiß, wer uns sonst noch so vor die Kamera läuft. Also, auf geht's. Frank, was haben wir denn hier vor eine Wahnsinnsmaschine stehen? Daniel, hier haben wir schon unser erstes Messe-Highlight stehen, nämlich unseren Label Tower, den wir in Kooperation mit der Firma Strehlen, einem Partner in der Bildverarbeitung, zusammen entwickelt haben. Wozu brauche ich diese Maschine? Daniel, kannst du unterscheiden zwischen Ungarisch und Rumänisch? Die Antwort ist nein. Stell dir vor, du bist Operator einer Lebensmittellinie und sollst das entsprechende Etikettenmaterial für den Export einbauen. Stell dir vor, statt Rumänisch legst du Ungarisch ein. Was denkst du, was passiert? Es wird sehr großen Ärger geben. Das kannst du glauben. Und genau dafür ist genau dieser Label Tower eben auch entwickelt worden. Das heißt, der Operator fährt seine Produktion an, nimmt die erste Ware raus, legt die in den Label Tower ein, macht eine Auswertung und macht ein Bild referenziert auf einen Master, den wir vorher natürlich hinterlegt haben. Okay. Codequalitäten? Codequalitäten sind ein Thema.
Das heißt, EN13-Codes, Data-Matrix-Codes werden geprüft und verifiziert dank eines Verifiers, den wir hier auch eingebaut haben. Also wir machen wirklich eine Messung nach Druckqualitätsparametern und wir werten natürlich auch nach Klarschrift aus. Das heißt, dass wir wirklich eine Lesung machen, ist das das richtige Batch, ist das richtige MHD und ist auch die richtige Sprache eingelegt, sowie Logos und ähnliches. Frank, wo siehst du diese Anlage? Die Anlage sehe ich vor allem im FMCG-Bereich, das sind Fast-Moving Consumer Goods, eben Food-Industrie beispielsweise. Wir haben es jetzt vermehrt im Fleisch, da haben wir jetzt den Kickoff quasi gemacht und das ist aber problemlos skalierbar. Ja, und was haben wir jetzt hier? Ja, Frank, das ist unsere neue Faserlaserkabine mit Autofokusfunktion. Mein persönliches Messehighlight. Ja, aber wir hatten ja schon eine Kabine. Was ist denn an der jetzt neu? Das ist richtig. Diese Kabine stellt eine Ergänzung dar. Wir wissen ja, beim Lasern gibt es verschiedene Fokusebenen. Habe ich kleine Produkte, brauche ich einen anderen Fokus, als wie wenn ich große Produkte einlege. Und mit Hilfe der Autofokusfunktion macht diese Anlage das komplett alleine. Und schnelle Produktwechsel sind hier quasi durchaus machbar. Okay. Habe ich verstanden. Was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Die Anlage ist so modular aufgebaut, dass ich diese in Länge, Breite und Höhe so anpassen kann, wie der Kunde es möchte. Okay. Haben wir noch Funktionen? Ja, Funktion ist ein wichtiges Thema. Die Anlage können wir auch mit einem Rundtakttisch ausstatten. Die Zuführung über einen Roboter ist hier möglich, aber auch die Durchführung von Produkten über ein Förderband. Also ein komplett modulares, flexibles System. Absolut richtig. Das Ganze in der Laserschutzklasse 1, ready to mark. Das heißt, Stecker rein und los geht's. So Daniel, hier sind wir in unserem neuen Reajet HR Nasse-Nass-Podest, was mir persönlich auch die größte Freude bereitet. Aber Frank, was ist genau neu daran? Das kennen wir ja schon von der Bedruckung von Ständerprofilen. Das ist richtig, Daniel. Zum einen ist es so, dass wir die Entwicklung der Tinten und Farben ist natürlich weitergegangen. Zum anderen ist es so, dass wir heute in der Lage sind, eben auch Verpackungsfolien, auch transparente Verpackungsfolien, direkt zu beschriften. Ja, zeig doch mal. Hier aufdrucken, haben wir wie gewohnt die zwei linear angeordneten Schreibköpfe, Druckkopf 1 druckt das weiße Label, den Spiegel, wie man auch sagt, und der andere den Content und damit die Inhalte. Farbige Aufdrucke, ich denke da mal an ein Kundenlogo beispielsweise in Rot. Ja, auch das wäre möglich, problemlos mit einem Kopf zu erweitern, um dann ein rotes, wegen mir auch ein grünes Logo, auch hier nass in nass mit einzudrucken. Und was wir, das muss vielleicht noch gesagt werden, durch diesen weißen Spiegel haben wir natürlich einen exzellenten Kontrast. Das heißt, der grüne Punkt, der rote Punkt, das kommt auch sehr, sehr sauber raus. Und auch die Barcodes sind in exzellenter Qualität so auch zu lesen. Bei diesen Druckköpfen haben wir hier was vorgelagert. Sag doch bitte kurz was dazu. Daniel, das ist ein Ionisationsstab, den wir hier einsetzen. Warum ist das so? Wir haben im hochauflösenden Druck haben wir sehr, sehr feine Tropfenbildung, um diese hohe Auflösung auch abbilden zu können. Und die ist anfällig für Elektrostatik, was bei Folienverpackungen nicht ungewöhnlich ist. Okay. Und durch diesen AC-Stab können wir das eliminieren und kriegen ein sehr, sehr sauberes Prozessbild und Druckbild, was wir auch beherrschen können. Für welche Kunden ist diese Lösung denn jetzt hochinteressant? Im Prinzip überall da, wo wir schwierige Produkte, Folien etc. Etikettieren, wo ein Barcode aufgebracht werden muss, ein EN13-Code an der Kasse, wo Folienverpackungen ja auch direkt beschriftet werden müssen. Immer dann, wenn ich gute Codequalitäten brauche, immer dann, wenn ich meine Prozesskosten, aber auch meine Stückkosten senken möchte. Das habe ich verstanden. Frank, eins meiner persönlichen Highlights ist wie jedes Jahr die Roboterzelle. Hier zeigen wir die Kombination aus Etikettierung, Laserbeschriftung und auch dem hochauflösenden Tintendruck. Okay, und was ist jetzt neu? Neu an dieser Anlage ist unser Verimax. Der Verimax ist ein Inline-Verifikationssystem, welcher bis zu 5 Verifikationen pro Sekunde durchführt. Wohl bemerkt bei 150 Metern pro Minute. Das ist stark. Können wir das mal sehen? Selbstverständlich. Frank, hier ist ja wieder einiges in Bewegung. Was hat es denn damit auf sich? Daniel, das ist auch eins unserer Messe-Highlights. Das ist unser neuer Servo-Etikettierer. Und was kann denn so ein Servo-Etikettierer? Also ein Servo-Etikettierer besteht erstmal aus einem Standard-Druckspendemodul und hat hier einen Applikator, der im 1:1-Verfahren Pakete belabeln soll, wie hier dargestellt, mit der Besonderheit Pakete, die unterschiedlich hoch sind. Das heißt, ob ich ein Paar Schuhe bestelle oder 10 Paar Schuhe, ich kann alle Kartonagen über eine Anlage befördern. Genau, kleiner Karton, großer Karton, das funktioniert. Und bis zu welcher Geschwindigkeit funktioniert das? Hochperformant,
rechnerisch bis zu 2500 Pakete in der Stunde. Für welche Kunden ist denn diese Art von Etikettierung auch noch interessant? Im Grunde genommen alle Versandhändler, Online-Versandhändler, End of the Line, die ein Versandlabel applizieren müssen und unterschiedlich große Kartons versenden. Das gefällt mir gut. Falschschachtelbeschriftung mittels CO2-Laser, hier mit Strahlführungselementen. Aber auch Tinte wäre ein probates Mittel gewesen. EOD-Simulation mit unserer touch-optimierten WebGUI. Reajet SC 2.0. Unsere erste Wahl bei schwierigen Produktgeometrien. Reajet GK 2.0, unser Piezo-basiertes System. Sie kennen diese Drucksysteme aus den Episoden der Kennzeichnungsprofis bei Brändle und Friweika. Wenn Sie Sekundärverpackung zu kennzeichnen haben, kommen Sie an dem System nicht vorbei. Denn Sie wollen ja Geld sparen. Palettenetikettierung. Nach wie vor ein großes Thema. Unser neuer Palettenetikettierer in modularer Aufbauweise. Also Frank, es war wieder interessant zu sehen, was wir hier alles mit nach Nürnberg gebracht haben. Das stimmt, Daniel. Aber jetzt lass uns mal eine Runde drehen. Wir schauen mal, was die anderen machen. Wir sind jetzt am Stand der Firma Vipotec und Sie erinnern sich sicherlich noch, eine unserer letzten Folgen haben wir bei Vipotec in Kaiserslautern gedreht. Georg, sag uns doch bitte kurz, wer du bist und was du bei Vipotec machst. Guten Morgen, mein Name ist Georg Drakos und ich bin Sales Director Germany im Hause Vipotec. Jetzt haben wir in den Pressemitteilungen gelesen, dass ihr hier was ganz Neues auf der Fachpack mitgebracht habt. Sag uns doch kurz, was habt ihr dabei? Das ist unsere TQS HCA, eine Maschine zur Bedruckung und dann auch anschließender Kontrolle des Drucks in einer ganz einfachen Form, wo man direkt hier am Gerät alles eingeben kann, die Maschine starten kann und dann den Druck vornehmen kann. Das heißt, drucken, kontrollieren und den Rest der Maschinensteuerung alles über ein Display? Exakt. Okay. In welchen Bereichen seht ihr diese Anlage? Definitiv im Lebensmittelbereich, Fallschachteln, abgepackte Produkte, die auf irgendeiner Seite bedruckt werden müssen. Kosmetikbereich könnte auch so ein Feld sein, wo man dann auch oft eben diese Fallschachteln vorfindet. Jetzt habe ich ja einen Blick für Pralinen-Schachteln. Was hat es denn mit der Schachtel auf sich? Das ist genau das Beispiel, was wir verwenden. Unsere Niederlassung in Schwäbisch Hall, die feiert 25. Jubiläum. Und da haben wir uns nicht lumpen lassen, eine kleine Pralinen-Schachtel aufzubereiten. Und eben das Besondere für die Maschine, wir erstellen hier eben ein spezielles Druckbild. Und das wird mit der Kamera auch kontrolliert. Und der Besucher kann hier eben seinen Namen verewigen, direkt am HMI das alles auf die Maschine übertragen, starten und als Andenken kann er dann diese Praline-Schachtel mit nach Hause nehmen. Das ist doch eine nette Idee, muss ich sagen. Da kriegen wir doch auch eine mit, oder? Da können wir drüber reden. Okay, abschließende Frage. Was erwartet ihr euch von der diesjährigen Fachpack? Unter den besonderen Bedingungen, unter denen die Messe stattfindet dieses Jahr, definitiv weniger Besucher. Aber wir erwarten eine höhere Qualität der Gespräche und hoffentlich auch konkrete Projekte, die man schnell zum Abschluss bringen kann. Georg, vielen lieben Dank für deine Zeit. Wir wünschen uns eine erfolgreiche Messe und sagen einfach mal bis bald. Das wünsche ich euch auch. Bleibt gesund. Wir sind jetzt hier bei Kraus Maschinenbau, einem unserer Maschinenbaupartner. Joachim, grüß dich. Servus, Frank. Joachim, sag doch unseren Zuschauern kurz, wer du bist und was du bei Kraus Maschinenbau machst. Ja, mein Name ist Joachim Kraus. Ich bin der Eigentümer und Gründer von der Kraus Maschinenbau. Unsere Kernkompetenz ist das Vereinzeln und Zuführen von flachen Produkten, Faltschachteln und Beipackzettel. Und da haben wir natürlich auch sehr häufig Kennzeichnungsaufgaben im Bereich Inkjet oder Etikettierung. Und da arbeiten wir natürlich auch sehr, sehr gerne mit der Firma Rea dann zusammen. Das freut uns. Joachim, die letzten 18 Monate, 24 Monate waren ja für uns alle eine ziemlich spannende Zeit. Wie ist es für Kraus Maschinenbau gelaufen? Du sagst es richtig, war ziemlich spannend und man hat dann natürlich auch überlegt, wie kommt man durch die Zeit gut durch. Wir haben das Glück gehabt, dass wir einige Projekte hatten, die auch für Corona-Schnelltests waren oder für Verpacken und Kennzeichnen von FFP2-Masken. Und da sind wir eigentlich relativ gut durch die Zeit gekommen und sagen wir, seit Beginn dieses Jahres läuft es bei uns wieder sehr, sehr gut. Im Moment haben wir die Themen, die alle haben, Lieferengpässe etc. Aber jetzt sind wir gespannt, was die Fachpack dann. Stichwort Fachpack. Was sind denn deine Erwartungen an die Fachpack?
Ja, ich denke, nach jetzt annähernd 2 Jahren messefreier Zeit bin ich schon gespannt. Und ich hoffe auch, dass viele, viele Zuschauer auch mal oder Besucher mal wieder Bock haben, auf eine Messe zu gehen. Und wir viele Leads und natürlich noch lieber Aufträge generieren. Ja, ich drücke uns allen die Daumen, dass das genauso auch kommt. Ich sage danke für die Zeit und gerne. Erfolgreiche Messe. Wünsche ich euch auch. Gell? Dankeschön. Frank, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich geht ein spannender Tag zu Ende, nämlich ein Messetag. Aber was haben wir denn getan, als die Messen so nicht möglich waren? Wir haben für unsere Interessenten und Kunden das Format Kennzeichnungsprofis vor Ort gegründet. Wir haben gezoomt, wir haben mit Teams gearbeitet und haben sämtliche Kanäle mit Informationen bespielt. Aber was uns heute wieder klar wurde, ist, dass Menschen von Menschen kaufen und der persönliche Kontakt gerade im Projektgeschäft das A und das O ist. Das stimmt, Daniel. Natürlich ist es viel effizienter, im Homeoffice von Projekt zu Projekt hocheffizient zu arbeiten. Und dann noch in Videocalls, wo Sie im Zweifel nicht mal wissen, ob der Gegenüber überhaupt eine Hose anhat. Grüße gehen raus. Da ist mir der persönliche Kontakt natürlich auch viel lieber, gleichwohl wir zugeben müssen, dass sich unser Format Kennzeichnungsprofis vor Ort so gut entwickelt hat, ist auch dem Umstand geschuldet, dass wir Sie im Büro viel besser erreicht haben als vorher. Für heute ist hier erstmal Schluss. Wir hoffen natürlich, ein paar Anregungen gegeben zu haben und wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann geben Sie uns Bescheid. Da kommen wir nämlich sehr gerne bei Ihnen vorbei. Wir sagen danke fürs Zusehen. Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Kennzeichnungsprofis vor Ort.